Haltet euch alle fest, ich habe die Zusammenfassung von One Piece Kapitel 1059. Ein absolut legendäres One Piece Kapitel, wo so viel passiert, dass mir die Birne raucht. Jetzt sind von gestern sogar noch neue News, wie zum Beispiel, dass Blackbeard einen Rocks-Pirat-Mitglied besiegt hat. Oder dass Shaki von Sabaody-Kipel von Rayleigh D. Dass die damals die Boa Hancock der alten Ära war sozusagen von Amazon Lily. Und die Sache mit Blackbeard, Corby und Rayleigh ist natürlich auch maximal interessant, Leute. Haltet euch alle fest, wir gehen rein nach dem Intro. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Es ist wirklich geisteskrank, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich werde es chronologisch abarbeiten. Also ist auch gut chronologisch aufgeschrieben hier alles. Und wir fangen direkt mit dem Chapter an. Und es fängt an mit Shanks und Marco wirklich. Die wirklich jetzt vor Swings sind. Der alten Heimat von Whitebeard. Und es war wirklich so, dass Marco raufgesprungen ist, wo er das Haki einfach wahrgenommen hat. Und er geht dort einfach von Schiff. Die roter Piraten legen auch nicht an mit der Red Force. Was eine wichtige Info ist, weil sollte Ruffy jetzt dort auch ankommen, wäre es natürlich interessant, ob jetzt Shanks auch dort auf Ruffy trifft oder nicht, aber nein. Marco verlässt das Schiff, wird natürlich nochmal gefragt, ob er sich den Rota-Piraten anschließen will. Er sagt aber nix, ich bin jetzt in Rente, ich habe keine Lust mehr. Und dann fliegt Marco noch die letzten Meter nach Swings. Und dann kriegen wir einen Flashback, der auf Wano Kuni noch stattfand. Und zwar genau dort, wo Green Bull angegriffen hat. Das war nämlich der Moment, wo Yamato entschieden hat, erstmal auf Wano zu bleiben, um halt Momo und Wano Kuni halt zu beschützen, weil sie gemerkt hat, okay, es kommen jetzt einfach so krasse Leute von außerhalb, nachdem Kaido und Big Mom besiegt sind. Ich kann hier nicht einfach alleine lassen, so. Und genau wie angenommen, wie ehrenvoll Yamato ist, will sie Momos Stolz nicht kränken und sagt erstmal so auf den ersten Blick, dass sie halt Wano Kuni erkunden will wie Oden, obwohl sie eigentlich Wano Kuni beschützen will. Das hat sie mit Ruffy so abgesprochen und Ruffy versteht auch komplett ihre Situation. Natürlich sind alle trotzdem so ein bisschen abgefuckt, dass sie nicht mitkommen, aber trotzdem eine geile Lösung, um Yamato erstmal zurückzuhalten und die Leute, die jetzt das random fanden, die Erklärung, wie konnte Oda das machen, einfach Yamato zurücklassen und so, so ein Aufbau für nichts und so, dem wurden jetzt die Mäuler gestopft von Oda. Deswegen Leute, nicht immer sofort kritisieren. Oder hat selbst aus dieser Aktion jetzt wieder so eine ehrenvolle, geile Aktion gemacht, finde ich. Und das Handeln dieser Charaktere ist einfach auch, finde ich, voll nachzuvollziehen. Es wäre fast schon verwerflicher, wenn sie einfach egoistisch, nur weil sie ihre eigenen Träume nachgeht, jetzt komplett auf ihre Freunde und auf das Land und dort alles scheißt so mäßig, weil sie weiß ja, das Land, das würde untergehen. Also wenn da noch so ein Green Bull ankommt, dann ist vorbei. Ich will nicht sagen, dass Yamato gegen Green Bull jetzt gewinnen kann, aber trotzdem ist es sicherer, sie dazulassen. So, dann sehen wir nämlich auch, wie Marco in diesem Flashback sich verabschiedet hat von Ruffy. Er sagt nämlich, jo, hier ist ein Schiff angekommen. Nähe Wano, ich spring mal eben drauf. Ruffy bedankt sich nochmal bei ihm, bei Marco, dass er ihm geholfen hat, auch bei Marineford. Und da jetzt halt, man kriegt noch einen kleinen Ace-Flashback. Und Marco sagt noch einen Satz, Leute, da krieg ich Gänsehaut. Er sagt, ich bin sicher, dass Ace sehr glücklich wäre, wenn er wüsste, wie weit du gekommen bist. Und dann fliegt er weg. Und es ist wirklich eigentlich eine gute Verabschiedung. Marco als Charakter ist theoretisch abgeschlossen. Natürlich innerlich hat er irgendwie noch Rage gegen Blackbeard, aber trotzdem, theoretisch ist Marco abgeschlossen. Es wäre irgendwie random und komisch, wenn jetzt wirklich Ströte auf Swings sind und dort jetzt anlegen als nächstes und dort wieder auf Marco treffen, nach so einer nicen Verabschiedung eigentlich. Deswegen, vielleicht ist ja doch die nächste Insel der Ströte eine andere. Denn die letzten Worte, die Marco sagt, sind nochmal so endgültig für mich. Er sagt, von jetzt an ist das deine Ära, Monkey D. Ruffy. Geh mit Entschlossenheit voran. Und Ruffy sagt daraufhin, ja klar, natürlich, das werde ich machen. Und dann zieht Marco durch. Es ist ein nices Ende, aber jetzt kommen wir zum Hauptpart des Chapters, zu meinem Lieblingspart des Chapters. Ich find's geisteskrank. Wir sehen Amazon Lily, die Insel der Frauen. Der große Berg in der Mitte der Insel wurde zerstört, also die Insel ist komplett geraided. Selbst die alte Oma, diese Gloriosa, sagt selbst, das ist hier noch nie passiert. Die wurden halt maximal angegriffen. Hancock redet natürlich wieder über Ruffy, dass sie ihn heiraten will. So, und dann kriegen wir auf Amazon Lily einen Flashback, der vor ein paar Wochen war. Also dort, wo halt die Marine mit Corby und der neuen Erfindung von Vegapunk Amazon Lily umstellt hat, weil halt die 7 Samurai der Meere abgeschafft wurden. So, und die haben es halt geschafft, die Kujak, die Frauenkrieger dort zurückzuschlagen. Mit der neuen Erfindung von Vegapunk, die Seraphim, die neue Pazifista-Version, die so ein bisschen aussehen sollen, laut den Spoiler-Heinin hier, wie Boa selbst, wie Boa Hancock oder Mihawk als Kind so, aber halt mit weißen Haaren. Es ist auch ein Vize-Admiral da, Yamayakaji heißt er, den wir auch schon öfter gesehen haben, den kennt ihr alle irgendwie vom Sehen. Diese kleinen Kinder haben halt Flügel, schwarze Flügel und haben auch wirklich diese Flammen auf dem Rücken, genau wie die Lunarier. Und sie wollen halt nicht gegen Kinder kämpfen, erstmal die Kuya-Krieger, aber die Pupille von diesen Seraphim-Engeln oder was auch immer die sein sollen, die Pupillen sind wohl herzförmig und schießen Laser aus ihren Händen halt, wie die
Pazifister und die zerstören halt dort sehr viel. So, und während dieses Angriffes halt vor einigen Wochen von der neuen Erfindung, von den Leuten und so, kam halt Blackbeard. Und genau das war nämlich das, was er sich holen wollte. Er wollte sich die Frucht von Boa Hancock holen. Damals. Er hat gesagt, lass uns aufbrechen, bevor die Marine es sich schnappt. Damit meinte er die Frucht von Boa Hancock. Und ich werde euch auch gleich erklären, warum. Viele denken, was soll er mit dieser komischen Liebesfrucht so? Die ist ja bei ihm nutzlos, aber das ist eine andere Frucht, Leute. Er benutzt ja auch seine Bebenfrucht, macht hier Seebeben und er ist wohl dort mit Katharina Devon und Vasco Shot. Und er sagt auch wirklich, er lässt diese Kräfte von Boa Hancock nicht in die Hände der Marine fallen. Was ja sehr krass ist, dass die Marine wahrscheinlich mit der neuen Erfindung Boa umzingelt hat, weil sie halt auch unbedingt diese Frucht haben wollten, jetzt nachdem die abgeschafft wurden, die sieben Samurai. So, und Blackbeard sagt auch, jo, ihr könnt ihren Kopf haben, ihren Körper, was ihr wollt, nachdem ich ihr die Kraft rausgerissen habe. Also, die Blackbeard-Piraten wieder so badass wie noch nie. Und Blackbeard klopft wohl mit der Bebenfrucht irgendwie die ganze Zeit auf die Insel, macht halt die Erdbeben des Grauens. Wahrscheinlich ist deswegen die ganze Insel auch eingestürzt, um halt Boa Hancock rauszulocken. So, dann kommt aber Corby, Leute. Und will noch schnell mit Boa Hancock verhandeln. Schnell, komm mit, wir wollen keine Gewalt gegen dich einwenden. Komm einfach mit, wir verschwinden sofort. Das sagt Corby zu Hancock, also wieder komplett nett von Corby. So, Hancock kniet natürlich vor niemanden, will sich niemanden anschließen. So, und dann kommen auch Blackbeards Leute, die besiegt werden von den Seraphim-Engeln. Die sind sehr krass und Blackbeard wundert sich auch, wie kann das sein? Weiße Haare, braune Haut und schwarze Flügel, erkennt die Merkmale von Lunarian und erkennt diese auch in denen. Also Blackbeard weiß wieder mehr als wir. Und die tragen wohl auch ein riesiges Schwert, so ein Mihawk-Schwert sollen die wohl tragen. Es soll wohl wirklich wie die schwarze Klinge Yoru aussehen. Wie Mihawks Schwert. Und stellt euch mal vor, wirklich, es wird auch noch gesagt später hier, dass die halt so aussehen sollen wie Hancock als Kind. Und da, stellt euch mal vor, da sind wirklich so die DNAs der verschiedenen sieben Samurai oder der Leute von der Marine, wie zum Beispiel Boa Hancocks DNA, aber auch King, alles ist damit reingeflossen. Dann haben sie die Schwerter von Mihawk so nachempfunden, nachgebaut von Vegapunk, so das Beste vom Besten, alles zu diesem Pazifister. Denn dieser Pazifister, dieses Kind, greift halt an mit diesem Schwert auf Blackbeard und es ist genau so ein Mihawk-Laser und der hat auch mit diesem Laser dann diesen Berg zerteilt, den riesigen Berg. Und Blackbeard verteidigt sich hier wohl auch mit einem Haki-ummantelten Arm. Also hier, jetzt haben wir das erste Mal es gesehen, Blackbeard hat Haki um seinen Arm ummantelt. So, dann benutzt er aber auch mit seinem Black Hole seine Teufelskraft und saugt die ein und kann die Situation erstmal retten. Aber diese Pazifister sind ein Riesenproblem. Blackbeard hat zwar jetzt dieses Ass im Ärmel, dass er da mit dem Black Hole alles wegsaugen kann, aber hätte er das nicht eingesetzt, dann wäre es, glaube ich, ziemlich, ziemlich eng. So, Boa Hancock benutzt dann Slave Arrow, ihre Attacke, wo sie Leute zu Stein werden lässt. Helmeppo, auch der Vizeadmiral Yamakaji werden zu Stein. Aber auch Vasco Shot und Katharina Devon. Corby befiehlt dann noch den restlichen Pazifistern, dass sie aufhören sollen, hier anzugreifen, weil die Steinstatuen halt kaputt gehen, so. So, dann kommt aber Blackbeard, hält sie nochmal auf. Er hält sie wirklich so richtig Finisher-mäßig in der Luft und will sie gerade töten, ihre Kraft klauen. Man merkt es, er will wohl seine Dunkelheit einsetzen. Sie kann auch ihre Kraft nicht benutzen. Und dann kriegen wir die Kopfgelder erstmal. Das ist halt richtig gut gemacht. Boa Hancock mit 1,659 Milliarden Berry Kopfgeld. Und Blackbeard mit 3,996 Milliarden Berry. Geisteskrank hoch. Corby ist mal wieder völlig überfragt und weiß nicht, was er tun soll. Und dann sagt Blackbeard, dass er lange gewartet hat auf ihre Kraft, auf ihre Teufelsfrucht. Hancock sagt, dass ihre Frucht auf ihre Schönheit aufbaut. Und selbst wenn Blackbeard jetzt sie tötet, werden die, die zu Stein geworden sind, trotzdem so bleiben. Also es bringt nichts. Und selbst wenn der nächste Teufelsfruchtnutzer dieser Frucht am Start ist, kann er das nicht wieder rückgängig machen. So, und das ist natürlich ein Ultimatum. Und Blackbeard ist schon wieder dabei so weit, dass er sagt, okay, fuck it, scheiß drauf, ich bringe sie trotzdem um. Corby sagt auf jeden Fall, es ist absolut eine Scheißsituation. Und daraufhin erkennt Blackbeard ihn auch. Du bist doch der Held, Corby, der mir damals einen Gefallen getan hat beim Rocky Port Vorfall. Dank dir habe ich es geschafft, Ochuku oder halt Wang Ji zu besiegen. Und der Boss von Beehive zu werden. Das sagt Blackbeard hier. Also damals war das letzte Crewmitglied wohl eines der letzten Überbleibsel der Rocks-Piraten, nämlich Wang Ji, den kennen wir vom Namen her. Der war bei den Rocks-Piraten, der war wohl noch auf Beehive damals, der Anführer. Und bei dem Rocky-Port-Vorfall hat wohl irgendetwas Corby gemacht, auch mit Law höchstwahrscheinlich, um auch irgendwie Blackbeard zu helfen, dass er ihn dort vortreiben konnte, beziehungsweise vielleicht sogar besiegen, töten konnte. Vielleicht hat er auch seine Kraft genommen. Wer dieser Wang Ji ist, wissen wir nicht. Darüber werde ich safe nochmal ein Video machen. Es ist maximal krass, dass wir sowas hier noch enthüllt kriegen. Hancock sagt natürlich jetzt im Angesicht des Todes, jojo, ich mach alles, ich verwandle wieder zurück, lass mich los und so. Aber Blackbeard ist einfach ein abgewichster Hund und drückt einfach noch fest dazu und sagt, du lügst hier rum, du wirst nichts machen, du wirst uns alle zu Stein verwandeln, wenn ich dich loslasse. Er negiert ja gerade ihre Teufelskraft mit seiner Frucht, wie er es auch bei Ace getan hat. Er will es wirklich machen, aber dann kommt Rayleigh, Leute. Rayleigh taucht auf, der dunkle König, und selbst Blackbeard stottert, der dunkle König vor sich hin. Rayleigh zieht hier sogar sein Schwert und er regelt die ganze Situation. Alle haben Respekt vor Rayleigh, also wirklich. Und er hat es halt irgendwie
irgendwie geschafft, dort die Situation dann zu lösen. Dann sehen wir aber wieder die Gegenwart, das zerstörte Amazon Lily einige Wochen später nach diesem Vorfall. Und Rayleigh ist halt nicht alleine gekommen, Chucky ist mitgekommen und sie ist wirklich damals die Königin von Amazon Lily der zweiten Generation, zwei Generationen früher gewesen. Also nicht vor Boa Hancock, sondern noch eine Generation ist wahrscheinlich. Dort war sie die Anführerin der Kuya-Piraten, Shakuyak, und sie sagt auch, dank Vegapunks, Seesteinkriegsschiffe und so ist der Calm Belt nicht mehr sicher. Der Calm Belt, das ist ja der Ort, wo auch alt Amazon Lily drin liegt, der ja von den ganzen Seekönigen so krass überflutet ist und da kann man halt nicht normal drin rumsegeln, das wird sofort zerstört. Aber Vegapunk hatte ja damals diese Beschichtung unter den Schiffen mit Seestein erfunden und so können sie den Calm Belt umsegeln und deswegen sind die ganzen Marineschiffe auch da. So, und Rayleigh sagt in der Gegenwart später jetzt, die Dinge haben sich gut zugunsten von uns geregelt. Ich bin echt alt, so ich könnte heute höchstwahrscheinlich den Blackbeard, also er sagt, er könnte den Blackbeard heutzutage nicht besiegen mit seiner Kraft. Das sagt Blackbeard selber. Es ist echt krass. Einige Anwesende hier sagen dann auch, die Seraphim gesehen haben, sie hatten nicht einen eigenen Kratzer. Und eine sah genauso aus wie unsere Schwester, als sie ein Kind war. Also genau wie Boa Hancock als Kind. So sahen die wohl aus. Mit sternförmigen Pupillen und so. Und die sind alle immer noch völlig verängstigt von denen. Es war ja wirklich nur Glück, dass Blackbeard die ins Black Hole eingesaugt hat und dann Corby noch die gestoppt hat. Die hätten ansonsten dort alles niedergemäht. Also es ist wirklich geisteskrank. Die neue Erfindung von Vegapunk ist kein Scherz. Und was die noch für Asse im Ärmel höchstwahrscheinlich haben, für Teufelsfrüchte, die dort drin verbaut sind, Leute, das will ich gar nicht wissen. So, und dann am Ende in der Gegenwart kriegen wir noch einen Report von einem Marineschiff, der durchgibt, was passiert ist bei Amazon Lily. Und er sagt, ja, Sir, wir kommen jetzt beim Eikopfhafen an. Also Egghead. Und Captain Corby wurde gekidnappt. So, und dann am Ende sehen wir auch eine News, also eine Zeitung mit Corbys Foto. Und der Erzähler sagt, dass Captain Corby, der Held vom Rocky Port Vorfall, gekidnappt wurde von dem Kaiser Blackbeard und seiner Crew. Leute, wie krass ist das Chapter? Ich krieg Gänsehaut, wirklich. Es ist geisteskrank, ich hab's euch komplett zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Leute. Ich werde safe nochmal, wenn das Chapter komplett rauskommt, mit den Bildern und so eine Review machen, eine grobe, eine FAQ-Review. Deswegen schreibt schon mal eure Meinung, eure Fragen, eure größten Fragen zu diesem Chapter, zu den einzelnen Themen. Es gibt ja so viele Baustellen hier. In die Kommentare. Ich werde die meistgelikedesten einbeziehen in meinem nächsten Video. Entschuldigt auch den Hall, es ist noch nicht alles perfekt hier in meinem Zimmer. Aber Leute, One Piece ist zurzeit absolut perfekt. Ich bin mega hyped. Das war's. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus. Ciao und tschüss. Euer Theo.